Verstehen Sie mich alle, wenn ich so rede? Bisschen näher. Besser. Wir feiern diesen Gottesdienst zum heutigen 9. Sonntag nach Trinitatis im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich darf Sie dazu alle ganz herzlich begrüßen mit dem Wort aus dem 1. Johannesbrief, der gesagt hat: Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Um diesen Glauben soll es auch heute Morgen gehen. Ich denke, dass ich grüßen darf Herr Rainer für alle Elektrotechnik, für die er immer zuständig ist. Und der Gruß natürlich an unser musikalisches Trio, das ist bunt zusammengewürfelt heute Morgen. Und das ist ein Quartett. Quartett, ja, wir haben auch einen Schlagzeuger. Der war nicht angekündigt, deswegen habe ich ihn auch nicht erwähnt, weil ich ihn vergessen habe, ganz einfach. Das passiert auch mir. Das ist der Herr Jürger vom Bauamt in Neckarwestheim, von dem ich mir habe sagen lassen, hier mit seiner schönen Locke, sagen lassen, dass er keine Noten kennt, dass er aber alles immer korrekt spielt und auch singt. Das muss dann ein Naturtalent sein, wie es noch seltene gibt. Dann ist der Gunter Heike von der Liebenzeller-Gemeinschaft aus Schweigern da, auch mit Gitarre. Und dann noch der Friedbert Kuhn aus Brackenheim von den APIs oder der Alpietistischen Gemeinschaft. Also ein buntes, nicht Trio, sondern Quartett. Also herzlich willkommen und herzlichen Dank, dass Sie uns musikalisch durch den Gottesdienst hindurch begleiten. Der Herr Kuhn wird dann nachher, falls welche da sind, die weiß gar nicht genau, die Kinderstunde halten, in seinem Oldtimer-Feuerwehrauto aus den 70er Jahren. Das wird man noch sehen, ob er ein paar Kinder da zusammenfindet, ob sie dann noch Lust haben, mit dann über zu gehen. Und dann darf ich der Feuerwehr-Ehrenkommandant Manfred Rapp, den kenne ich zwar nicht, ist überhaupt da. Ganz dahinter. Ja, der nachher in die Geheimnisse des Feuerwehrwesens einführen wird, Kinder oder auch Erwachsene, wen es halt gerade interessiert. Und dann natürlich sind wir alle heute Morgen Gäste beim Hans und dem Bürgermeister, die uns nachher hinter der Theke bedienen. Und da freuen wir uns drauf, dass das alles heute Morgen nichts kostet, dass wir da alles frei haben dürfen. Die Freien Exakt, die übernehmen das alles, was uns da finanziell anbelangen könnte. Und der Herr Bürgermeister wird nachher auch die Schriftlesung halten, da freuen wir uns, ist eine alte Tradition, die von der Frau Milz-Ramming, glaube ich, ausgeht. Auch Sie begrüßen wir heute Morgen ganz herzlich, extra mit dem Flugzeug von uns eingetreten.
miteinander habe ich mich an eine kleine Story erinnert vom Hannes und dem Bürgermeister in der Meulesmühle. Das kennen Sie ja alle wahrscheinlich, sind ja auch schon hier öfters in Brackenheim gewesen. Da kommt also der Hannes mit seinem verschmitzten Lächeln montags oder dienstags ins Büro des Bürgermeisters und er fragt dann auch: Herr Bürgermeister, wissen Sie noch, wie Sie am Sonntag vom Ochsen heimgekommen sind? Nein, Hannes, ich weiß das nicht mehr. Ich habe Sie gefahren, sagt der Hannes. Ja, du hast doch keinen Führerschein, kein Auto, wie willst du mich gefahren haben? Ich habe Sie gefahren, weil Sie gehunfähig geworden waren im Aufenthalt in Ochsen. Ja, mit was hast du mich gefahren? Mit einer Schubkarre direkt vor die Haustür. Und dann habe ich Ihnen Schritte gehört, die müssen von Ihrer Frau gestammt haben. Dann habe ich mich schleunigst aus dem Staub gemacht. Und dann kommt ja der große Ausruf des Bürgermeisters: Hannes, wenn er immer so schreit. Aber wir wissen, dass unser Bürgermeister immer selber nach Hause kommt. Entweder gehen oder fahren, das könnte ihm nicht passieren. Also ihr Lieben, genug der langen Vorrede, ich glaube, ich habe niemand vergessen, außer den Leuten hier, die jetzt noch hinter der Theke stehen und die schaffen müssen, wenn der Gottesdienst vorbei ist. Aber der dauert ja bis 12 Uhr, da braucht es also nicht sich so bald freuen und sich einstellen auf einen Hunger. Jetzt singen wir, obwohl das heute so leider nicht ganz stimmt, die güldene Sonne voll Freude und Wonne. Der Herr Kuhn hat einmal gesagt, scheinen tut sie immer, ob man sie sieht oder nicht, das ist egal. Und unsere Dame unter im Rollstuhl hat vorhin gesagt, das hört auf, da schwöre ich drauf. Jetzt warten wir mal, wer recht hat. Die wilde Sonne. Wir hören zum heutigen Sonntag als Schriftlesung Worte des Apostel Paulus aus Römer 10. Das Wort ist dir nahe in deinem Munde und in deinem Herzen. Das Wort vom Glauben, das wir predigen. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht, und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie noch nichts gehört haben? Und wie sollen sie hören, wenn keine Prediger da sind? Ich sage euch, der Glaube kommt aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Herr, segne dein Wort an uns allen. Ja, also das Wort lädt ein zum Glauben, zum lebendigen Glauben. Und dieser Glaube unserer Frau da unten hat nicht getrübt. Wir sehen die Sonne herausluken, wenigstens schon ein bisschen, und das ist wunderschön. Hört also auf, und wenn wir bis heute Mittag um 4 beieinander sind, dann scheint sie richtig gelb. Jetzt hören wir zwei Kinderlieder, die wir aber auch mitsingen sollen. Das ist Spitze, ist das erste. Und das zweite sage ich nachher noch an. Also unser Quartett singt vor und spielt vor, und dann soll man kräftig einstimmen, und dann gibt es ja auch Bewegungen, die man dazu machen kann, und es kann sein, dass ihr aufstehen müsst zum Tanzen, wie man aufgefordert wird, oder zum Hüpfen, je nachdem, was da alles noch ist. Frau Reiner, Sie machen es vor. Also, da sind wir mal gespannt. Am besten stehen alle auf und zu, dann geht's gleich.
einfach spitzeln, lasst uns hüpfen, einfach spitzeln, komm wir lohnen Gott den Herrn. Einfach spitzeln, lasst uns hüpfen, einfach spitzeln, lasst uns hüpfen, einfach spitzeln, komm wir lohnen Gott den Herrn. Einfach spitzeln, lasst uns tanzen, einfach spitzeln. Like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lives, the baffled king composing hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Your faith was strong, you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah. Die Frau kann ich heute zu nur heben. Ja, grüß dich. Ja, genau. Hallo. Hallo. Hier trinkt man auch Wasser in dieser Weinstube. Achtung. Ist alles erlaubt. Achtung, YouTube kommt. YouTube ist im Urlaub. Chateau. Aber eigentlich ist es Kohlrenometer wieder, ne? Wenn ich immer ein Glas Wasser ins Tier. Egal. Eigentlich. Regnet, das muss einer auch mal ein bisschen zurückschmeißen. Wenn ich mit einem Glas Wasser mich prostituiere, ne? Ja, jetzt darf man da der Öffentlichkeit nicht weitergeben, Herr Kunde. Das sieht man doch gar nicht, was es ist. Hier in dieser doch besonderen Weinbaugemeinde, so genannt die Wasserprahle. Wir sind am See, da geht es. Ja, genau, geht ja. Und ich könnte sagen, also, frisch aus dem See rausgeholt. Ja. Qualitätstechnik. Qualität, ja. Dass wir jetzt allein nur drauf rumschwimmen. Das ist genau das Weg. Das hat schlimmer ausgesehen. Jugendschutzgesetz haben wir zwar aufgenommen. Das haben wir mal lesen. Ja, auch das ist zu beachten. Richtig. Und Karin, also, Sie sind knapp 16, Sie dürfen reinkommen. Ja. Das Jugendschutzgesetz gilt für dich nicht mehr. Ach, das wird der Ausweis sein. Herr Kieser, weil, ja, essen doch mal gemeinsam, yes, oder? Yes, Vorbildsweine. Ja, schon. Sie sind es gewöhnt? Und du hast schon, ja, du kannst schon mal ein Portion essen, gell? Guck mal, die Schicke geht da auch aus. Müssen wir die aufnehmen? Ja, genau.
fertig macht. Ja, wie wird jetzt das einteilen? Gibt es denn zwei Ausgabestellen? Oder wie ist das so gedacht? Nee, nee. Logistisch. Logistisch. Wir Getränke und das. Wer trinkt den Schluck mit? Dann brauchen wir einen Abzug, genau. Ja. Ich brauche auch schön, wenn damit noch was. Ja, sehr schön, schön. Muskatwolle mal sehen. Mensch, hier gibt es oben aus. Ach so, wenn die Gäste. So, bitteschön. Danke. Käsewein ist so. Ist das okay so? Also nur im Glas? Limburger Ess. Ein Limburger Ess. Trocken. Passt immer. Zum Wohl. Kollege, schön. Aber wir gerade noch. Wir machen Theorie. Wir kommen mal. Mit ihrer Theorie, wir machen ein Interview. Jürgen, du machst das aber ordentlich, gell? Immer, dass wir gut sind. Immer von der, vorteilhaften Seite. Immer direkt von vorne. Immer von der schmalen Seite. Ihr wollt euch. Was bringt ihr denn hier? Muscatella. Du weißt, was du meinst. Ich weiß, was du meinst, genau. Ich weiß genau, was du meinst. Es ist einwandfrei. Ja, aus. Neues Foto von mir auf der Taxi. 60 plus. 60 Pfund plus. 60 plus. Wir sagen mal, 70. 60 plus. 70. Wo wer? Nur lang nicht. I 50. Ohne Ich 50, aber 6er kommt da voll mit Schwäbischen. Ich leck mich aber auch nicht. Ja. Aber ganz schnell. I've seen the sunset in the east and in the west. I've seen the glory.
Jetzt ist gut. Jetzt ist gut.